gute Menschen, fröhliche Stimmung und Safe Space für alle. Das war der Christopher Street Day am 6. Juli auf dem Alten Garten in Schwerin. Das Fest betonte die Solidarität und den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Wir feiern heute den 18. Christopher Street Day hier in Schwerin mit dem Ziel, dass eigentlich queere Menschen endlich die vollen Rechte bekommen, dass queere Menschen Teil der Gesellschaft sind, für Sichtbarkeit von queeren. Wir möchten queeren Menschen aber auch einen Safe Space schaffen, wo sie einfach einen Tag frei sein können, feiern können, Arm in Arm mit ihrem Partner, Partnerin durch die Gegend laufen können. Veranstaltungen wie der CSD sind auch heute noch von großer Bedeutung. Obwohl in den letzten Jahren viel für die Gleichstellung von queeren Menschen erreicht wurde, erleben viele noch immer Ausgrenzung und Diskriminierung im Alltag. Dieses Jahr haben wir das Motto "Gemeinsam sind wir stark", weil wir einfach als eine große Community gemeinsam stark auftreten müssen gegen den aktuellen Rechtsruck, gegen den aktuellen Rechtspopulismus in der Gesellschaft und dass wir uns nicht spalten lassen, weil gerade rechtskonservative Kräfte versuchen ja, die Community zu spalten, einzelne Gruppen innerhalb der Community gegeneinander auszuspielen, aber auch andere Gruppen gegen die queere Community auszuspielen. Deswegen versuchen wir einfach gemeinsam für unser Recht auf die Straße zu gehen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Oberbürgermeister Dr. Rico Bardenschier eröffneten den CSD. Sie luden die Bürgerinnen und Bürger ein, gemeinsam ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen. Der Christopher Street Day bietet eine wertvolle Gelegenheit, die Sichtbarkeit der queeren Community zu erhöhen und ein breites Publikum für die Herausforderungen und Erfolge dieser Gemeinschaft zu sensibilisieren.